Das erklärt übrigens, warum Afrika und Amerika von uns getrennt ist, damit die Wüste sich nicht ausbreitet. Hauptsächlich Afrika. Hauptsächlich Afrika, genau. Myria ist auch unsere Göttin. Also wer sich jemand gefragt hat, ist Gott Morgan Freeman? Da ist die Antwort. Es ist Myria. Ja, für mich ist Morgan Freeman mein Gott. Klar. Ja, der ist ja nur Aushilfsgott. Morgan Freeman ist der wahre Gott. Es gab mir einen Jesus. Vielleicht gab es damals einen Gott. Da hat Gott gemeint, ich schicke jetzt mal meinen Sohn auf die Erde, um mal zu gucken, ob sie mich so mögen. Und was passierte? Wir haben den Sohn aufgehängt, haben ihn erstochen und ja. Nicht wir, die Römer. Ja, mein Gott. Alle waren das. Wir wollten ja einfach nicht. Ja. Seitdem gibt es keinen Gott. Jetzt ist noch Myria da und Morgan Freeman. Die macht der Brut. Und die, das nervt irgendwie. Stimmt. Oh, jetzt werde ich verlieren, weil ich die Lebenssplitter nicht benutzt habe. Oh Mann. 2 HP, ja. Ha. Ich bin wie ein kleines Kind, siehst du? Ja, alle 6 kämpfen. Ja. Armen, ne? Das wäre richtig hart, alle 6 kämpfen dürften. Ja, Nina stirbt als erstes. Nina opfert sich selbst, springt ins Wasser rein, in das elektrische Wasser. Ja, los. Genug, meine Kinder. Wusch. Hä? Lol. Wie asozial ist das denn? Tja, dann darfst du noch mit den 3 besiegen, oder? Nein. Gleich kommt eine ungeahnte Kraft von jemandem. Jetzt sind noch die beiden Hauptleute da. Ja. Jetzt geht's rund. Seht ihr? Seht ihr? Pekko ist richtig gut. Ja, so eine Scheiße. Was, Myria? Pekko, Mann. Sag bloß, du hast mich vergessen, Myria. Ja. Der ja. Pekko ist Yggdrasil, genau. Ey, Momos Trainer war schon die ganze Zeit mit uns dabei. Ja, ne? Pekko ist cool.
Ja, Pecco sehr weise. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, diesen weisen Text in dieser Quietschstimme. Sehr schön. Wir werden